Jetzt reiß dich mal zusammen, ja? Ja? Ich bin hier mit einem unserer Trainer, mit dem Robert. Robert, du machst seit über 2 Jahren Projekte an Schulen, Gewaltprävention. Das heißt, ihr versucht den Kindern zu vermitteln, wie gehe ich mit Wut um, wo kann ich auch irgendwo meine Grenzen aufzeigen, wenn die überschritten werden. Ihr habt da ein richtiges Trainerteam aufgebaut, seid auch an mehreren Schulen letztendlich. Mhm. Erzähl doch einmal mal kurz, wie bist du zu der Schulpräventionarbeit gekommen und was macht ihr da so? Ja, ich habe diesen Trainerschein bei Michael Stahl gemacht mit meinem Kollegen, meinem besten Freund Julian Voig. Und wir haben da tolle Sachen vermittelt bekommen mit Sozialpädagogen, Polizisten von Michael. Und wir haben mir gedacht, wie können wir sowas nach Rodenburg bringen? Haben uns zusammengesetzt und sind dann mal mutig los und haben im Jugendzentrum damals bei uns in der Stadt da angefragt, ob wir reinkommen. Und es war wirklich krass. Wir sind da rein, haben dieses Training angeboten und wir wurden förmlich überrannt von Kindern. Weil wir gemerkt haben, das ist ein ganz großes Defizit und es ist wirklich, wir können da echt reinwirken. Nach kurzer Zeit sind dann auch Lehrer und Eltern zu uns ins Training gekommen und die haben gesagt, boah, was ihr da macht, ist genial, unser Kind hat sich echt verändert. Und könnt ihr das nicht an unserer Schule machen? Wir haben dann gedacht, wie sollen wir das machen? Ja? Wir sind beide berufstätig gewesen, ich war Speditionskaufmann zu der Zeit und wir haben dann gesagt, okay, warum nicht? Wir probieren das einfach mal. Ich bin dann damals zu meinem Chef gegangen und habe gefragt, ob er mich freistellt für 10 Stunden in der Woche. Und tatsächlich, der hat dann gesagt, hey, er findet es genial, diese Arbeit, und er möchte das unterstützen. Und dann sind wir los. Wir haben angefangen mit 3 Schulen und da war dann die Tür offen für mehr. Mittlerweile sind wir in 15 Schulen, machen das vollberuflich, haben in diesem Jahr das Privileg gehabt, in 27 Klassen zu sprechen und das ist eine Menge an Schülern und durften das sehen, was die Liebe Gottes verändert und macht mit den Kindern und wie Menschenleben bewegt und verändert werden. Vielen Dank, Robert. Das ist auch eine unserer Hauptaufgaben bei der International Protectics Federation, selbst Trainer auszubilden, aber auch den ausgebildeten Trainern zu helfen, eben solche Projekte zu starten, weil wir daran glauben, dass es eine wichtige Arbeit ist, den Kindern und Jugendlichen heutzutage zu zeigen, wie kann ich meinen Selbstwert finden, wer bin ich in dieser Gesellschaft, wer bin ich in diesem Leben und auch zu zeigen, wie kann ich mich selber verteidigen, wenn jemand meine Grenzen überschreitet. Wenn ihr da Interesse habt, auch erkundigt euch einfach auf unserer Webseite www.protectics.de und schaut rein in unserem Verband. Da gibt es viele Hilfestellungen auch und eine Trainerausbildung im Bereich Protectics. Vielen Dank.